Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal Plastiv hinaus. Ja, liebe Zuschauer, wir sind zurück mit einem kleinen Video, aber einem etwas anderen Video. Denn die Veranstaltungen hier bei uns auf dem Gelände, die nehmen deutlich an Beliebtheit zu, wie auch das Schlosspilz-Traktatfest. Was das aber genau ist und um worum es dabei geht, erfahren Sie in diesem Video. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und sehen uns wieder nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, wir schreiben das Jahr 1711. Die gesamte Schlossanlage, wie auch der Rosengarten, wurde fertiggestellt. Nur eine kleine Frage stand im Raum. Wie konnte es damals funktionieren, dass die Tritonen und diese Brunnen ihr Wasser speien, so wie sie es heute tun? Ja, zugegebenermaßen, heute haben wir elektrische Pumpen, aber damals gab es keinen elektrischen Strom. Wie funktionierte das? Das war uns ein Rätsel. Doch dieses Rätsel wurde gelöst, denn der Ortschronist von Gürzig, Werner Dietrich, kam mit einem alten Vertrag auf uns zu. Den blende ich mal kurz ein. Ja, und dieser Vertrag besagt, dass es damals so arrangiert war, Gürzig lieferte das Wasser über sogenannte Röhrfahrten, ausgehöhlte Eichenstämme, bis nach Tiefenau, und als kleines Dankeschön dafür bekam Gürzig jährlich von Tiefenau ein Fass Bier zur Verfügung gestellt. Und die Geschichte ist einfach so wunderbar, dass wir sie wieder auferleben lassen haben. Und das sehen Sie in den folgenden Bildern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Und hier kommt der Ortschronist Gürzigs, Werner Dietrich, in der Rolle des Gerichtsschreibers Elias Jahn des Amtes Zabelditz mit einigen Gürzigern, also seinem Volk in den Rosengarten, um seinen Lohn einzufordern. Und man sieht, wie viel Mühe sich die Gürziger gegeben haben, um diesen feierlichen Moment so authentisch wie möglich darzustellen. Und jetzt kommt es zur Aufwartung an den Oberhofmarschall August Ferdinand von Pflug. Diese Rolle spielt selbstverständlich der Geschäftsführer Henry de Jong. Und ich schweige jetzt. Reichsritter und Ritter des St. Johanniterordens, hochgeborener Reichsgraf und hochbestellter Oberhofmarschall, Deiner kurfürstlichen Majestät zu Sachsen und König von Polen Friedrich August I. genannt, wird der Herr Oberhofmarschall August Ferdinand Pflug auf Tiefenau. Ich, der Amtsaktionario des Amtes Zabelditz, zu welcher die Gemeinde Gürzig gehöret, ich, Gerichtsschreiber Johann Elias Jahn, bin heute mit den Gürziger Bauern und ihren Weibern hier im Tiefenauer Rosengarten erschienen, um ihnen unsere Aufforderung zu machen. Wenn in euren gebildeten und ungebildeten Gefolge jemand nicht wissen sollte, wo der wunderschöne Ort Gürzig liegt, dem sei gesagt: Gürzig liegt im Amte Zabelditz vorm Ochsenbusche und ist die Perle der Reuteraue. Und seine Bauern sind die fleißigsten und treuesten Untertanen seiner Majestät. Wir schreiben das Jahr 1712 und wir sind hier erschienen, um vom Abschluss
des hochamtlichen Traktates Wassers gegen Bier zu berichten. Der Gürziger Dorfrichter Hans Olker, die Gerichtschefen Martin Große und Hans Leuteritz sowie eine Abordnung der fleißigsten Gürziger Bauern haben sich mit dem Amtsaktionario von Tiefenau, Johann Gottfried Schanze, auf der Hutung im Gürziger Birgicht getroffen und eine Brunnenquelle in Augenschein zu nehmen, die der hochbestellte Oberhofmarschall, wirklich geheime Rat und Kammerherr, Herr Reichsgraf August Ferdinand Pflug zu Tiefenau zur Aufführung des Grottenberges und der Brunnen im hochherrschaftlichen Rosengarten benötige. Die Vertreter der Gemeinde Gürzig haben dazu beschlossen, soweit die Gürziger Bauern nichts einzuwenden gehabt, dass das besagte Wasser über eine hölzerne Röhrenleitung von der Gürziger Quelle nach Tiefenau konzentriert werden solle. Nachdem beide Seiten es als nachbarschaftliche Bereitschaft ansehen, so solle der Brunnen eingefasst und ein Quellhaus darauf errichtet werden. Der Herr Oberhofmarschall hat den Gürziger Bauern für sich und ihre Nachkommen zugesichert, dass sie als Gegenleistung jedes Jahr zum Osterfeste ein gut gefülltes und wohlschmeckendes, fast gutes Bier aus der Tiefenauer herrschaftlichen Brauerei erhalten. Wir wieder zum Austausch können, den wir in 1711 vereinbart haben. Einfassen wir oder gern. Was haben Sie am liebsten? Fast Bier natürlich. Also, ein Fass Bier wird es heute sein. Ihr Bauern von Gürzig, was wollen wir? Bier oder Geld? Also, Bier wird es heute. Dann versuchen wir mal, mit Bier wieder Wasser zu machen. Und so haben Sie per Pferdefuhrwerk etwas köstliches Gürziger Quellwasser mitgebracht, falls die grandiose Rührfahrt nicht in Gang kommen sollte. Unser Pfarrer wird dieses Wasser weihen, das wird ein geweihtes Wasser sein. Ich bitte doch unsere Weiber, den Brunnen zu füllen mit unserem köstlichen Brunnenwasser aus Gürzig. Und sinnbildlich kommt jetzt das Gürziger Wasser wieder zu uns. Und wie vertraglich geregelt bekommen Sie nun Ihren Lohn, das Fass Bier. Somit haben beide Seiten ihre Verpflichtung hochwohl erfüllt. So soll dieses abgeschlossene Traktat hochherrschaftlich und von Amts wegen konfirmiert werden. Die Gürziger Bauern wollen sich beim erlauchten Herrn Oberhofmarschall für seine Güte erkenntlich zeigen und wollen ihm in Dankbarkeit einige Gürziger Produkte zur Ertüchtigung beim nächsten Ritterhutsball überreichen. Und das wurde nun natürlich feierlich zelebriert. Die Gürziger haben sich bei uns niedergelassen und feierten ausgelassen die Vertragserfüllung. Anschließend gab es noch Live-Musik von den Geislitztalern. Es war wirklich ein wunderschöner Tag bei uns im Rosengarten. Besonders freuen wir uns natürlich auch über die positive Resonanz, die uns zugetragen wurde. Und wer es bis jetzt noch nicht geschafft hat, uns zu besuchen, den können wir es nur wärmstens ans Herz legen, zu unseren zukünftigen Veranstaltungen einmal live dabei zu sein.
Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Das war das Schlosspilz-Traktatfest. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Würziger, da sie dieses feierliche Spektakel so mitgemacht haben oder da auch einen Spaß dabei gehabt haben. Es war uns ein Fest. Ja, dann bedanken wir uns für Ihr Interesse und sehen uns bald wieder. Tschüss, Ihr Philipp.